Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Morgen, ihr Lieben, fühlt euch gegrüßt. Ein weiteres Thema, warum es so wichtig ist, sich seiner Emotionen und negativen Emotionen absolut bewusst zu sein oder sich bewusst zu sein, dass wir, dass negative Emotionen einfach das Energiesystem schwächen. Jetzt habe ich heute Morgen einen Blogartikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Auf meiner Internetseite findet ihr Blogs, wo ich schon bereits darüber geschrieben habe. Aus der traditionellen chinesischen Medizin heraus arbeiten wir mit dem Qi. Also ich bin ja auch Akupunkteurin und Tierheilpraktikerin bzw. Pferdeheilpraktikerin. Da arbeitest du mit dem Qi. Das Qi ist... Hilfe! Ist gerade irgendwas runtergefallen? Das Qi ist die Lebensenergie. Die Lebensenergie, die jedes Lebewesen, also sowohl wir Menschen als auch unsere Tiere, die Pferde, in sich tragen. Und das wird zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Ebenen. Also einmal das vorgeburtliche Qi, was du mitbekommst, ich bleibe jetzt mal bei dir, was du mitbekommst aus der Anpaarung der Elternteile, also das, was deine Eltern schon bereits als Lebens-Qi in sich getragen haben, quasi bekommst du bei der Befruchtung der Eizelle direkt mit auf deinen Lebensweg. Das ist bedingt beeinflussbar, das ist eine Menge an X Energie, wie auch immer, die deinem Körper und deinem Leben zur Verfügung steht, welches aber auch verbraucht werden kann, aber nicht aufgefüllt werden kann in dem Sinn. Dann gibt es das nachgeburtliche Qi. Das ist das Qi, was du quasi Rabel sagt hallo. Das ist das Qi, was du beeinflussen kannst, beziehungsweise was du aufnimmst durch die Atmung, durch Ernährung. Das ist das, was das Neugeborene von Anfang an quasi als Energiequellen zur Verfügung stehen hat. Die Luft, die Reinheit der Luft und das, was man ihm per Nahrung zuführt. Also gute, gesunde Nahrung und viel ausreichende Luft und Atmung führen zu einem guten nachgeburtlichen Qi, dass sich das Ganze gut aufbauen kann. Das Ganze nennt sich auch Essenz. Und diese Essenzen, die befinden sich quasi, oder es gibt dann dazu nochmal einen weiteren Baustein, und das nennt sich Nierenessenz. Und in der Nierenessenz sagt man, befindet, oder ist das Ganze gebündelt. So, und diese Bündelung bzw. die Nierenessenz ist natürlich auch beeinflussbar. Von dort an geht das Qi quasi, wandert das Qi durch deinen Körper als Energie, und dort befinden sich auch die Meridiane, Konzeptionsgefäß und Gouverneursgefäß. Von da aus werden diese quasi genährt. Das Konzeptionsgefäß und das Gouverneursgefäß sind mit allen Leitbahnen im Körper verbunden. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage, oder wenn ihr meine Kurse kennt, über das
Emotion Releasing, bezüglich des Emotion Releasings. Wir arbeiten über das elektromagnetische Feld, über das Gouverneursgefäß, um dort halt die Energie zu aktivieren und um dort halt den Energiefluss, die Selbstheilungskräfte zu pushen. Ne? Und dann hast du negative Einflüsse, die negativ das Ganze bedingen können, sagen wir immer. Bedingen heißt, es ja herabsetzen oder positiv beeinflussen können. Also wenn du jemand bist, der sehr, sehr in negativer Schwingung ist in deinem Leben, dann ist es so, dass du sehr wenig Essenz davon mit in dir trägst. Und es schwächt dein gesamtes System, weil je weniger Nierenessenz, je weniger Kraft des Energieflusses durch die Meridiane, desto eher kann der Körper krank werden. Also einmal auf psychischer Ebene und einmal auf körperlicher Ebene. Der Körper ist halt nicht mehr in der Lage, den äußeren Widrigkeiten standzuhalten. Und er ist angreifbarer, als wenn du in einer hohen Frequenz schwingst und eine hohe Energie in dir trägst. Der ist angreifbarer. Du hast halt nicht mehr 70, 75, 80% Energieniveau-Level, sondern vielleicht dann nur noch 45 oder 50% Energielevel-Niveau. Bei dem einen zeigt sich dann das eben halt im körperlichen Ausmaß, dass halt irgendwelche Krankheiten entstehen und auch chronische Krankheiten entstehen können. Das kann alles Mögliche sein. Das können Krankheiten im Bereich des Darms sein, das können Krankheiten im Bereich des Magens sein, das kann Krebs sein, das können Krankheiten, Herz-Kreislauf-System-Krankheiten, das können Lungenkrankheiten sein, das kann was auch immer alles sein. Knöcherne Strukturen, ich sage ja immer wieder, in der Niere oder in der Organzustimmung, damit arbeitet man halt auch in der traditionellen chinesischen Medizin, in der Akupunktur, ist die Niere im direkten Zusammenhang mit der Angst zu sehen. Wenn also immer das System gedrückt wird und immer wieder die Angst gepusht wird und du immer wieder reingehst in diese Angst, wird dein komplettes energetisches System runtergefahren. Und das ist nicht nur bei dir so, sondern das ist auch bei unseren Tieren so. Das könnt ihr 1:1 umsetzen, auch auf die Pferde. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich von diesem ganzen negativen Ballast freizumachen. Auch was die Emotionen angeht. Über das Emotional Releasing arbeiten wir ja oder wir gucken, was für negative Emotionen in deinem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und das können ganz viele verschiedene sein. Das kann Hass sein, das kann Neid sein, das kann Missgunst sein, das kann die Angst sein, das kann die Hilflosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, das kann die Frustration sein, das kann die Depression sein, das kann die Aussichtslosigkeit sein, das nicht erwiderte die nicht erwiderte Liebe, das Thema Ablehnung und. Also wir haben so viele negative Emotionen, die wir im Laufe unseres Lebens aufnehmen können durch Ereignisse, die stattgefunden haben. Aber auch, da komme ich auch wieder zurück zu diesen Dingen aus dem Familiensystem, natürlich auch das, was du von deinen Eltern mit übernimmst. Denn die Emotionen werden auch genetisch weitergegeben. Die Zellinformation, die Genetik, die Epigenetik, das ist einfach, das wird halt weitergegeben an die Generation danach. Oder etwas, was du aus deinem Vorleben bereits mit in dieses Leben reinbringst. Also wir haben ja alle, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle schon mal gelebt haben. Und aus einer alten Inkarnation hast du eine Situation durchlebt, die dich in eine Energie reingebracht hat, die du immer noch in dir trägst. Wenn ich das Emotional Releasing mache mit meinen Klienten, Patienten, dann haben die keinen Bezug zu den meisten Emotionen, die aus dem Ahnensystem kommen. Aber es ist halt trotzdem in dir gespeichert. Ja, und das ist mega spannend und das ist so wichtig, den Körper, Geist und Seele. Also es gehört alles zusammen. Auch die Energiekreisläufe, die Funktionalität der Energiekreisläufe. Das Chakrensystem habe ich jetzt noch gar nicht besprochen, das werde ich auch nochmal reinbringen, weil auch das ist wichtig, weil das auch wieder durch das Qi und durch die Konzeptions-Gouverneursgefäße genährt werden. Also ihr seht, es ist alles ein Zusammenhang von, und wenn du wirklich Heilung erfahren möchtest, dann musst du dir alle Aspekte deines Körpers angucken oder alle Aspekte deines Pferdes oder Hundes. Ja, und es ist einfach so, dass Heilung Zeit braucht und verschiedene Betrachtungsweisen und verschiedene Ebenen der Heilung stattfinden. Das ist einmal ganz tief innen drin, eben halt das Emotionale.
man Heilung erbringen kann. Aber dann muss der Körper natürlich auch einfach die Zeit haben, um sich zu regenerieren. Ja, wenn du... Hilfe. Wie fahren wir hier? Der Kind lacht sich auch schon kaputt hier. Wenn du Schadstoffbelastung in dir trägst und durch Impfen, Quecksilberbelastung oder weiß der Geier was. Also es sind so viele Dinge, die zusammengehören und zusammen betrachtet werden müssen, damit ein Körper voll funktionsfähig ist und bleibt und damit wir alle auch wirklich langfristig ja, ein gesundes Leben führen. Auf allen Ebenen, auch die psychische Ebene. Ne? Wie ist dein Leben strukturiert? Mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag? Welche Nahrung, geistige Nahrung nimmst du in dich auf? Und. Das ist halt ein riesengroßes Ganzes, was man auf jeden Fall auf allen Ebenen auch betrachten muss. So, ich bin jetzt da. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du Fragen hast, darfst du dich sehr gerne melden.